Moin und hallo Freunde, da bin ich mal wieder. Diesmal nur, glaube ich, wird es ein kurzes Video, bin mir nicht ganz sicher. Umbauprojekt ist gelaufen, sie fährt auch okay, 50, 55 km/h, aber wenn sie warm ist oder beim Kaltstarten, geht sie nur mit Choke an. Wenn sie warm ist, geht sie schwer an. Teilweise muss ich 3, 4, 5, 6, 7 mal kicken, manchmal ein bisschen den Gashahn aufmachen. Wenn sie dann läuft, habe ich sie mal kurz abgesprüht mit Bremsenreiniger, ist natürlich nicht so toll. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn der Motor warm ist. Deswegen nicht ganz so heiß fahren, dass sich es vielleicht nicht gleich am Moped entzündet. Aber abgesprüht habe ich sie. Und da habe ich mehrere neuralgische Stellen festgestellt und gefunden, die ich jetzt eliminieren werde und eliminiert habe. Und das zeige ich euch mal. Viel Spaß! So, hier vor mir liegen erstmal zwei gute Luftfilter. Nachbauluftfilter für die Puch Maxi S. Einer, erkläre ich euch gleich was zu, ist unbehandelt, ohne den Stopfen. Den anderen habe ich schon ein bisschen massakriert und dadurch kriegt sie mehr Luft und auch mehr Dampf. Also wenn man jetzt, ja, wenn ich mit dem T6 fahre und dann auf 70, 70er Düse hochgehe, dann merkt man auf einmal, da kommt irgendwann nochmal richtig Schub, als ob einer einen Turbolader einschaltet. Ist natürlich höllenlaut. Bei diesem guten Stück bleibt es leise und sie fährt relativ gutmütig und mit 55 km/h, aber so relativ beim mit zu schleunigen, schlaff vor sich hin. Hier, muss ich leider sagen, säuft sie wie ein Loch. Also da kann man förmlich zusehen, wie das Benzin aus dem Tank läuft. Gut, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Mein Thema war ja Falschluft. Ja, und da habe ich also diese erstmal einen Original-Puch-Maxi-Luftfilter gehabt. Den konnte ich gar nicht öffnen. Der war irgendwie zugeschweißt. Den bekamen wir nicht auf. Mussten wir also tauschen, wegschmeißen und neuen. Und zwar für, sieht man das nicht, die Maxi S mit den roten Felgen. Das andere ist ja keine Puch. Also habe ich den angefangen, hinten den Motor anzusprühen. Erstmal ganz leicht einzunebeln und habe festgestellt, sobald ich an den Rahmen, an den Rand von diesem Luftfilter komme, geht sie aus. Oder wenn ich hier oben reinpuste, geht sie aus. Also, wenn man sie ineinander steckt, sitzt sie nicht gut. Am schlimmsten war es also hier unten. Kann man ja so zusammenklicken. Da zieht sie Falschluft ohne Ende. Und hier unten ist also auch der Übergang zu dem Ansaugstück vom Vergaser. Und da zieht sie jede Menge Falschluft. Was habe ich also beim Luftfilter gemacht? Bisschen Motordichtsilikon genommen und einmal hier außen rum abgeklebt und hier drinnen den Stutzen, wo der Deckel auf die Platte kommt, da auch was dran gemacht. Somit war da erstmal Ruhe. Da ist jetzt also kein Müh Falschluft mehr. Wenn ich da jetzt einsprühe und das Moped läuft, passiert nichts. Moped bleibt an. Dann bin ich ein bisschen weitergegangen und zwar hier zu diesem Übergang. Egal was ich da gemacht habe, angezogen die Schelle, draufgesprüht, ausgegangen. Was habe ich da gemacht? Tja, bisschen Fusch am Bau, zeige ich euch jetzt. So, da sind wir. Fusch am Bau. Eins, zwei saubere gewickelte Lagen, Teflonband, habe ich mir erkundigt. Das Zeug, was ich hier verwendet habe, ist also benzinfest. Ja, das erstmal drum. Jetzt geht der Luftfilter schon relativ satt drüber. Schön sauber drum gewickelt. Keine Falten, passt. Das war der nächste Schritt. Und als allernächstes, das ist glaube ich das größte Problem, was ich bisher bei den Puchmaxis hatte. Trotz Original Bing Vergaser zieht der Motor hier und hier zwischen Falschluft. Man kann es reinstecken, wie man will, und die Schraube anziehen, wie man will. Sprüht man da was drauf, geht sie aus. Das ist nicht nur bei der passiert, das ist auch bei der Maxi S von Simon mit den roten Felgen so passiert. Sie geht aus. Ja. Tipp, gibt es im Internet, O-Ring reinstecken. Ja, da kann man O-Ring nehmen, wie man will. Standard O-Ringe, die in solchen Sortimenten sind, passen nicht.
So, dieses O-Ring-Set, das habe ich mal bei Lidl gekauft. Da kam diese am nächsten. Es sind auch schon ein paar von weg. Allerdings sind die ein bisschen zu groß. Und wenn man sie reinsteckt, dann fangen sie sich an zu stauchen, werden platt gedrückt und verengen. Also den 15er Bohrung wird, denke ich, auf die gesamte Breite, wird jeweils halben, dreiviertel Millimeter zugedeckt. Kommt also kein Power bei raus. Kann man also auch vergessen. Damit kriegt man es zu, aber funktioniert nicht richtig. Was habe ich gemacht? Diesen guten Durchmesser ausgemessen, sind von da nach da, nochmal von da nach da 20 mm und der Überstand in der Mitte ist ungefähr 2. So, wir haben um 15 mm brauchen wir in der Mitte, ist der Durchlass. Also 20 minus 15, da haben wir 5 für die Dichtung. 2,5 mm ist ein bisschen komisch, also habe ich eine Dichtung genommen, die also einen Innendurchmesser 16 hat und 2 mm Stärke, Schnurstärke, und da wollen wir mal sehen, wie das Ding passt. Ihr seid dabei. So, das sind also die O-Ringe, 15x2, extra bestellt, gibt es auch so nicht im Baumarkt bei uns, habe ich alles probiert, kann man vergessen, auch Werkzeuge und Verbindungselemente, die wir hier haben, Händler, haben das alles nicht. So. Dann wollen wir den da mal reinstecken. Und siehe da. Na. Er passt wunderbar. Hat sogar noch einen halben Millimeter oben und unten Luft. So ungefähr eine Quetschkante. Das heißt, wenn ich da jetzt gleich den Stutzen drauf drücke, dann ist da sozusagen alles dicht und auch durch den Durchlass nichts im Wege. Sollte nichts im Wege sein. Gut, also wer das machen möchte, O-Ringe, benzinfest, 15x2, kostet wie 2 Euro oder was. Funktioniert, wie ihr sehen könnt, wunderbar. So, nächstes Thema, Ansaugstutzen. Der Ansaugstutzen, ja, ist ein 15 mm. Gibt es überall zu kaufen, Puchshop, überall. Aber Achtung, den habe ich eingebaut. Da lief es überhaupt nicht schön. Und da habe ich mich gewundert, wo das Problem liegt. Der lief zwar, aber naja, dann habe ich mir mal reingeschaut. Und man braucht ja immer so ein bisschen Art Strömungsoptimierung. Ich bin da ja nicht so der Typ, der da alles am liebsten auf der Flowbench abzieht und guckt, wie vernünftig da die Strömungen sind. Da kann ich euch aber nur sagen, wenn wir da reingucken, ich mache da mal ein bisschen Licht drinne, da habe ich ein bisschen mit dem Dremel arbeiten müssen, wie ihr das seht. Denn überall, wo da was ist, auch unten, waren Gussnasen, Gussrückstände, richtig breite, so Art, ich würde sagen, es sah aus wie so ein Segel, von so einem Rückensegel, von so Dinosaurier, das Zeug hängt da drin rum. Mal hier rein. Da unten habe ich dremeln müssen, das könnt ihr vielleicht noch sehen. Es war alles voll mit, ja, Gussrückständen. Das ist natürlich richtig scheiße. Aber gut, habe ich rausgedremelt. Nicht ganz glatt gemacht, nicht poliert. Mit Reiniger ordentlich ausgespült, durchgeblasen. Und jetzt ist der Durchgang frei. Vielleicht können wir von hier nochmal reingucken. Da hinten war alles voll. Gut, das war der nächste Schritt. Optimierung beim Laufen. Ach so, ja. Und dann haben wir hier oben. Das Ding ging auch nicht zu. Egal, was ich gemacht habe. Da will man auch nicht so viel Druck ausüben. Da ist mir nämlich auch schon ein Stehbolzen abgerissen. Normalerweise 8 Newtonmeter. Da bin ich eigentlich ein Pedant und achte drauf. Aber der ging nicht zu. Also haben wir hier rechts und auf der anderen Seite links oder rechts, wie man sieht, einen kleinen Absatz reingefeilt. Das heißt, wenn ich hier reinschraube, erhöhe ich zu einem gewissen Maß den Druck hier ja, auf die Dichtfläche. Wenn ich hier oben einfach so nicht mehr weiterkomme,
Ja, mal gucken. Wichtig ist, dass ihr mal am Motor guckt, wie das da am Motor aussieht. Schau mal bei mir. So, jetzt nehmen wir mal eine Dichtung. Eine zeige ich euch mal eben, habe ich bestellt. Zubehör soll natürlich passen. Das ist so eine scheinbar chinesische Holzdichtung. Knüppelhart. Seht ihr ja? Funktioniert, kann man nicht mehr biegen. Wenn man die biegt, bricht sie. Und wenn man sie oben aufsetzen will, als Beispiel, passt überhaupt nicht. Dann das Loch, viel zu klein, kannst vergessen, wegschmeißen, 2 € für den Arsch. Diese Dichtung ist von der Qualität her ein bisschen besser, weicher, aber hier drin, wo der Ansaugkanal ist, ich weiß nicht, ob man sehen kann, wirft einen Schatten hier an der Kante, sieht man, die Dichtung ist da oben viel zu klein. Hier unten auch. Also, letztendlich genauso ein Müll. Funktioniert auch nicht richtig, egal wie rum man sie draufsetzt. Wenn ich das an Ansaugstutzen dran halte, sieht es genauso aus. Das heißt, Nagelschere, Teppichmesser größer machen. Da gehen wir jetzt mal bei. So, da wollte ich das, so, da wollte ich euch das nochmal am Ansaugstutzen zeigen. So Loch über Loch. Da kann man schon sehen, fette Kante, die da übersteht. Rechts und links passt es. Oben auch eine Kante. Und drehe ich den Spaß um, als Beispiel halber. Passt natürlich vorne und hinten nicht. Weil es muss ja leicht schräg sein, sieht man ja schon am Einlass. Also ich weiß nicht, wer das da fertigt und wo das gefertigt wird und was man als Vorlage nimmt. Also da passt vorne und hinten nichts aufeinander. Jedes Mal muss man schnippeln. Also ich verstehe es nicht. Vielleicht bin ich auch zu blöd, aber wenn man die passenden Dichtungen nimmt, sollte das ja eigentlich klappen. So, wichtig bei der Montage, wenn ihr den O-Ring hier drin habt, dass ihr einmal hier oben so drückt, dass hier oben kein Spalt mehr zu sehen ist zwischen dem Ansaugstutzen und dem Vergaser. Wenn der O-Ring zu dick ist, sieht man, oder nicht doll genug gedrückt habt, dann sieht man hier noch einen Spalt, der darf nicht da sein. Und wenn ihr den O-Ring einsetzt, müsst ihr einmal kurz vorher hier hinten reinschauen. Kann man jetzt nicht sehen. Gasschieber hier hinten. Gasschieber öffnen, gucken, ob der O-Ring richtig sitzt. Nicht, dass euch was verschließt. Wenn er dann einigermaßen vernünftig sitzt, hier mit einem Schlüssel hinter drücken und dann natürlich da festschrauben, aber nicht festknallen, bis nichts mehr geht, sondern behutsam. Soll sich ja nun nicht mehr verdrehen und lösen. So, bauen wir noch mal den Luftfilter dran. So, Freunde, Kiste läuft. Bevor ich hier ersticke, läuft wie Tüt. Kurz Gas geben. Ja, nimmt sauber Gas an. Kaltstart gleich losgegangen, brauchte fast gar keinen Schok. Tja, das scheint geglückt zu sein. Gut, Freunde. Ja, Moped läuft wie eine 1. Da ging auf Schlag an, habt ihr ja gesehen. Einsprühen, die ist ja vorher sonst sofort ausgegangen, abgesoffen. Läuft Tico-Taco. Hab jetzt auch schon mal eine Probefahrt gemacht, kein Vergleich zu vorher. Also dranbleiben, tüfteln, fummeln, sich Gedanken machen. Vielleicht sagen auch andere gleich, Silikon da an der Luftfilter. Das ist natürlich totaler Quatsch. Läuft ja, man muss halt Benzinresistentes nehmen, was sich nicht auflöst, was anfängt zu schmieren unter Benzin. Aber sonst habt ihr gesehen, die Dichtung gut zurechtschneiden, O-Ring rein, das muss alles passen, gucken, dass ihr da nichts verstopft mit dem O-Ring, dann richtig unter Druck zusammenbauen, dann habe ich da beim Vergasereinlass habe ich ein bisschen Teflonband drum gemacht, 2 Bahnen ganz sauber drum gewickelt,
Auch benzinresistent. Also läuft Operation geglückt. Ich bedanke mich für euer Interesse. Daumen hoch. Und kann auch den einen oder anderen geben, der den Daumen runter macht. Ist mir eh Wurst. Wünsche euch was Schönes. Alles Gute. Ciao.